Montag vergangener Woche. Treffen im Veterinäramt des Landkreises Osnabrück. Wir zeigen den Mitarbeitern der Behörde Bilder, die Tierschützer verdeckt gedreht und SternTV sowie dem Stern zur Verfügung gestellt haben. Kühe, die mit einem Seil geschleift werden, die leiden. Aus einem Schlachthof in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Bilder, die Sie gezeigt haben, zeigen erhebliche Tierschutzverstöße und machen mich betroffen. Nur 5 Stunden danach erhalten wir eine E-Mail vom Amt. Der Schlachthof erstmal stillgelegt. Als sofortige Reaktion hat der Landkreis Osnabrück deshalb noch heute verfügt, dass in dem Schlachthof zunächst in dieser Woche nicht mehr geschlachtet werden darf. Bad Iburg bei Osnabrück. Um diesen Schlachthof geht es. Viele aussortierte Milchkühe kommen hier täglich an, um geschlachtet zu werden. Einblicke, die es zuvor so noch nicht gab. Zum ersten Mal gelang es deutschen Tierschützern, die Arbeit auf einem Schlachthof über einen so langen Zeitraum zu dokumentieren. Vom 20. August bis zum 25. September, fast 5 Wochen lang. An 7 Stellen wurden Kameras installiert. Von den ankommenden Kühen im Transportbereich, über den Stall, bis hin zum Schlachtraum. In allen Bereichen zeigen sich laut Verein Soko Tierschutz zahlreiche Verstöße. Das ist eben das Schockierende an dem Material. Ich könnte bei diesen ganzen vielen Tagen Material einfach irgendwo zufällig eine Datei anklicken und ich hätte sofort einen Straftatsbestand. Und das ist das Besondere. Der Transportbereich. Pro Woche kommen rund 150 Milchkühe in dem Schlachthof an, so der Verein Soko Tierschutz. Viele sind abgemagert. In einem gesundheitlich schlechten Zustand, können nicht mehr selbstständig laufen. Dieser Schlachthof tötet Tiere, die sonst niemand töten will oder töten darf. Er macht sozusagen die absolute Drecksarbeit für die Milchindustrie, für die Fleischindustrie und schlachtet die Tiere, die von dieser Industrie völlig zerstört worden sind. Per Seilwinde ziehen Mitarbeiter des Schlachthofes die Kühe von den Transportern. Viele scheinen bei Bewusstsein zu sein. Wir zeigen die Aufnahmen Dr. Kai Braunmiller, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz. Für den Experten ein klarer Verstoß. Die Kuh hat sicherlich an der Stelle, wo die Kette angeschlungen ist, einen enormen Schmerz, weil die Kette sich normalerweise zuzieht. Und durch den Zug über die Fläche kann man sich auch selber vorstellen bei sich, ne? Wenn uns jemand über den Boden ziehen würde. Das ist auch sehr unangenehm und provoziert Schmerzen. Ist denn der Einsatz der Seilwinde bei Tieren, die bei Bewusstsein sind, überhaupt zulässig? Nein. Also das ist vollkommen überflüssig und auch absolut tierschutzwidrig. Denn die EU-Tierschutztransportverordnung legt fest, Rinder dürfen nur verladen werden, wenn sie transportfähig sind. Sie müssen also fähig sein, aus eigener Kraft auf den Transporter und wieder runterzukommen. Festliegende Rinder, also Tiere, die nicht mehr aufstehen und selber laufen können, müssen dann, noch auf dem Transporter, etwa mit einem Bolzenschussgerät ausreichend betäubt werden. Erst dann dürfen sie mit der Seilwinde hinuntergezogen werden. Auf den Aufnahmen im niedersächsischen Schlachthof passiert das aber häufig nicht. Die Tierschützer schauen genauer hin und zählen mit. Ich bin gerade dabei zu zählen, wie oft Seilwinden angewendet werden bei gehunfähigen lebenden Tieren. Und wie viele waren das insgesamt? Ich bin jetzt fertig geworden und es sind insgesamt 168 Tiere gewesen in einem Zeitraum von einem Monat. Wir stellen fest, diese Kamera am Eingang zeigt 71 Kühe, die bei Bewusstsein zu sein scheinen und mit der Seilwinde gezogen werden. Wir ersparen Ihnen die weiteren Bilder. Solche Rinder müssen von einem amtlichen Tierarzt, der ständig vor Ort sein muss, sofort aussortiert werden, so der Experte Kai Braunmiller. Wenn die in so einem Zustand sind, dann wird es dokumentiert, wie sie angekommen sind. Dann werden sie betäubt und entblutet, also getötet. Und dann holt die Tierkörperbeseitigungsanlage diese Kadaver ab. Werden aber nicht mehr zu Fleisch verarbeitet? Nein, das ist nicht zulässig. Was passiert mit diesen Tieren auf dem Schlachthof in Bad Iburg? Der Schlachtraum. Aufnahmen aus dem Schlachtraum des Betriebes.
Nachdem sie vom Transporter abgeladen wurden, werden viele Tiere durch diese Tür direkt zum Schlachten gebracht. Die Kameras zeigen, auch dieses todwirkende Tier wird nach Ankunft durch diese Tür gezogen, in Richtung Schlachtraum, so die Tierschützer. Kein einziges Tier, egal wie grauenhaft die Tiere teilweise zugerichtet waren oder offensichtlich tot, ging in den Richtung Abfall. Es gingen alle in die Richtung Fleisch, Fleischverwertung, Schlachtraum, Zerlegeraum. Das Veterinäramt des Landkreises Osnabrück bestätigt uns, dass in dieser Zeit keine ganzen Kühe als Kadaver abgeholt wurden. Der besagte Schlachthof in Bad Iburg hat im angefragten Zeitraum nicht die für sie zuständige Tierkörperbeseitigungsanstalt beauftragt. So verdienen alle. Der Landwirt bekommt noch Geld für das Fleisch, anstatt für die Kadaverentsorgung zu zahlen. Der Transporteur bekommt ebenfalls Geld. Der Schlachthof verdient am Fleischverkauf. Es gibt leider noch Schlachthöfe, die solche Tiere in so einem schlechten Zustand annehmen. Und das ist uns ein Dorn im Auge, weil das sind massive Rechtsverstöße. Und es kann nicht sein, dass das 2018 so noch möglich ist. Der Stall. Im Stall werden die Kühe zwischengelagert. Auch hier ähnliche Szenen. Dieses Tier wird per Seilwinde zum Schlachtraum gezogen, bei vollem Bewusstsein. Besonders gravierend der Einsatz von Elektroschockern an der Wirbelsäule. Das ist also auch eine ganz fiese Stelle an der Wirbelsäule. Also wenn Sie einen Elektroschock an der Wirbelsäule kriegen, das ist wirklich hardcore, ne? Es ist nur zulässig, auf die Hintergliedmaßen zu pixen mit dem E-Driver und nicht an andere Stellen. Auch der Fahrer des Transporters macht mit. Also der würde von mir eine Strafanzeige kriegen, ne? Der Mitarbeiter oder der Betrieb? Der mit dem Elektrotreiber das Tier so traktiert hat. Das Zufügen von länger anhaltenden, erheblichen Schmerzen und Leiden. Das Tier kann nicht mehr aufstehen, kann sich nicht mehr gezielt fortbewegen. Und dass er das macht, obwohl er das ja selber weiß, dass das nichts mehr wird. Im Tierschutzgesetz heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Wir fahren zum Schlachthof und wollen mit den Verantwortlichen über die Vorwürfe sprechen. Ja. Entschuldigung, Hühner ist mein Name von Stern TV. Uns liegen Informationen vor und Dokumente, die belegen sollen, dass hier massiv gegen Tierschutzrichtlinien verstoßen wird. Wir würden gerne jemand Verantwortliches sprechen. Ja. Sind Sie das? Bitte keine weiteren Aussagen, alles über meinen Rechtsanwalt. Das Gut. Bin ich. Den Mann, der von sich sagt, er sei verantwortlich für den Betrieb, kennen wir schon. Von diesen Aufnahmen. Hier sieht er zu, wie eine Kuh gezogen wird, anscheinend bei vollem Bewusstsein. Und hier benutzt er Elektroschocker an der Wirbelsäule, um ein Tier voranzutreiben. Also Sie wollen keine einzige Aussage machen? Nein. Okay, Sie wollen sich wenigstens die Bilder mal angucken? Das würde ich sehr gerne. Ja? Ja? Dann schauen Sie mal. Also hier sieht man das lebendige Tier oder Tiere, die bei Bewusstsein sind, mit einer Können Seilwinde. Können Sie bitte die Kamera so lange ausmachen auf unserem Grundstück? Zu den Vorwürfen will sich der Mann hier nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Das Veterinäramt räumt Verfehlungen ein. Ich bin absolut überrascht davon. Wenn wir eine Ahnung oder Kenntnis davon gehabt hätten, dann wären schon längst Maßnahmen ergriffen worden. Was die Zukunft angeht, ist natürlich die Frage, wie stellen wir unsere eigene Überwachung auf? Da werden dann Konsequenzen folgen. Dass das auf andere Weise engmaschiger erfolgen wird. Wir müssen jetzt dies erstmal bewerten. Seit 10 Tagen darf in diesem Betrieb nicht mehr geschlachtet werden.